Morgen, meine Damen und Herren. Eine der zentralen Aufgaben in dieser Legislaturperiode war eine Wahlrechtsreform. Das Ziel war klar, nämlich dafür zu sorgen, dass der Deutsche Bundestag nach der kommenden Bundestagswahl nicht aus allen Nähten platzt und dadurch an Funktionstüchtigkeit und Ansehen verliert. Das Wahlrechtsänderungsgesetz der Großen Koalition, und von einer Wahlrechtsreform kann man ja allenfalls ironisch sprechen, erfüllt diese Aufgabe objektiv nicht. Der Deutsche Bundestag, das zeigen Simulationsrechnungen, droht auch nach der nächsten Bundestagswahl zu wachsen und damit eben an Funktionstüchtigkeit und Ansehen einzubüßen. Das ist nicht das Einzige. Dieses Wahlrechtsänderungsgesetz hat auch zu erheblichen Verschlimmbesserungen geführt. Der Verteilmechanismus der Mandate ist zugunsten der Union gezielt verzerrt worden. Und was noch viel schlimmer ist, dieser Zuteilungsmechanismus ist im Gesetz so schlecht, so unverständlich, so kryptisch, so undurchschaubar formuliert worden, dass selbst führende Wahlrechtsexpertinnen und Wahlrechtsexperten nicht wissen, was der Wortlaut des Gesetzes in Wahrheit meint. Und das ist ein schlimmer Mangel, denn Wahlrecht hat Befriedungsfunktion. Wahlrecht steht am Ende eines Wahlkampfes und deshalb muss Wahlrecht besonders eindeutig und klar sein und darf nicht interpretationsanfällig sein. Das sehen wir gerade in den USA. Wenn Wahlrecht unklar ist, kann es zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Wir halten diese Mängel für so schwerwiegend, dass sie die Verfassung verletzen, und deshalb wollen wir gemeinsam mit der Fraktion Die Linken und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eine abstrakte Normenkontrolle in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht anstrengen, um diese Wahlrechtsänderung der Großen Koalition, die ihr Ziel nicht erreicht, schlecht gemacht ist und die Verfassung unserer Ansicht nach verletzt, zu Fall zu bringen. Wir machen das, das möchte ich hier betonen, in dieser sehr ungewöhnlichen Konstellation nicht nur, weil uns die Not des Quorums zusammenführt von 25% des Parlaments, die ja notwendig sind für eine abstrakte Normenkontrolle. In dieser ungewöhnlichen Konstellation spiegelt sich eine Überzeugung wider, meiner Ansicht nach jedenfalls. Wir leben in einer Zeit, in der die parlamentarische Demokratie unter Druck steht. Wie offene Feinde der parlamentarischen Demokratie ihr schaden wollen, vorsätzlich schaden wollen, das haben wir in der letzten Woche gesehen. Es gibt aber auch fahrlässig verursachten Schaden für die Würde und die Funktionstüchtigkeit des Parlaments. Und genauso wie es die, ich meine, heilige Pflicht aller Demokraten ist, gemeinsam gegen die offenen Feinde der parlamentarischen Demokratie und die vorsätzliche Schädigung, die die bezwecken, vorzugehen, so ist es meiner festen Überzeugung nach auch die heilige Pflicht der demokratischen Opposition, fahrlässige Schäden, wie sie von so einem schlechten Gesetz für das Parlament ausgehen, zu verhindern. Und in diesem Sinne bin ich sehr glücklich, dass wir jedenfalls zu dritt, wie wir hier stehen, große Einigkeit nach einer sorgfältigen Prüfung der Verfassungsrechtslage erzielen konnten, wo die Schwächen des Gesetzes sind, wie man verfassungsrechtlich dagegen vorgehen kann. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns auf diesem Weg einigen konnten. Vielen Dank.